Ich bin seit Tagen wie in so einem Tunnel aus. Kennt ihr diese großen Bälle? Es gibt so Spiele, so Events manchmal, wo jeder in so einen großen, durchsichtigen, aufblasbaren Ball gesteckt wird. Und dann spielt man so Fußball, aber man hat halt diese riesen Kugel um sich rum und rammt sich so gegenseitig an und sowas. Ich fühle mich so wie in so einer Kugel seit 3 Tagen. Und irgendwie alles an Informationen ploppt draußen an dieser Kugel ab. Und ich versuche mich die ganze Zeit so vorzutasten, obwohl ich in dieser Kugel drin stecke. Das ist ganz komisch. Seitdem der Anarchy-Server vorbei ist, bin ich... Habe ich ein paar Mal genug geschlafen? Ich habe davor die Wochen, glaube ich, einfach nie genug geschlafen. Und seitdem? Seitdem ist meine Welt ganz komisch. Flame, einmal für mich Minecraft Blackstone durch, warum es ein sinnfreier und schlechter Stein ist und du bekommst von mir 6 Monate Tier 3 Sub. 6 Monate Tier 3 dafür, dass ich einen Minecraft-Block beleidige? Also ganz ehrlich, ich finde Blackstone ist mit Abstand. War das zu deiner Zufriedenheit? Also das war auch ernst gemeint tatsächlich. Ich weiß bis heute nicht, was Blackstone eigentlich ist. So, was ist das für ein Gegnerteam? Dürfen wir Crit bauen? Schon, oder? Ich glaube, wir dürfen Crit bauen, Freunde. Wir müssen es jetzt einmal ausprobieren. Das ist natürlich das schlechteste Game dafür, das erste des Tages, aber scheiß drauf. Was ist das aktuelle Bild, das du spielst? Ich habe gerade ein bisschen Spaß gefunden an Yuntali. Yuntali, also Yuntal ist halt nochmal gebufft worden auf diesem Patch. Und das macht es ein bisschen interessant. Es ist höchstwahrscheinlich schlechter als On-Hit immer, aber wenn man halt so wie hier 5 Gegner hat, die relativ squishy sind, könnte das ganz funny werden. Mal schauen. Danach auch voll Crit, ja. Also das momentane Bild, das ich gehe, jetzt mit Hail of Blades, müssen wir es andersrum bauen. Mit Lethal Tempo bin ich Yuntal, Phantom Dancer, IE, LDR gegangen. Jetzt würde ich Yuntal, IE, LDR und dann mal gucken gehen. Richtig. Da musste ich alles für geben, dass er da stirbt. Es war keine Option, dass er das überlebt. Das machen so oft machen, dass so Jungler wie Kane. Aber gegen Master Yi funktioniert das nicht, weil ich halt sehe, dass er da ist. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen einen Pot gekauft. Der ist ja voll praktisch jetzt. Will man auch. Ja, es gibt auch deutlich sinnvollere Builds, die man bauen könnte, auch gegen Swishy-Teams. Aber hihi, ich mache alles anders, hihi. Aber dass er den Smite verkackt hat, ist verrückt. Gegen mein unsichtbarer Fußball-verzerrtes Auge, dass er da überhaupt... Oh nein. In den Auto-Attacks? Unlucky. Wenn man auf nach so einem Trade hin auch XDD in Chat schreibt, weißt du immer alles klar. Mental läuft da alles stark. Das ist schon, honestly, das reicht mir beinahe schon, um sie zu muten, bin ich ehrlich. Und einmal ganz kurz checken. Wahrscheinlich hat er jetzt hier angefangen und ist jetzt unten, ja. Dann gehen wir einfach. So, einfach for fun. Machen wir es nochmal hier. Komm. Ja, was geht man denn jetzt mit so einem Back? Geht man jetzt echt hierfür? Das ist ein verrückt Scheißback. Ein absolut verrückter Scheißback. Gut, ich war bisher, glaube ich, jedes Game so gefeedet, dass ich First Back Longsword hatte, also BF-Sword hatte, ne? 20% Attack Speed und 10 AD ist halt, also... Naja. Ja, spüre ich nicht sonderlich den Drachen hier, muss ich sagen. Kann eh durch die Wand laufen, also bringt mir nichts, ihn da jetzt... Oh. Wir machen dabei, wo wir gestern aufgehört haben, Leute. Ult. Ist eine Ult für mich? Ist belastend. Will I die hier? I die. Gut, jetzt haben wir Grubs nicht bekommen. Ich bin Mitte gestorben und Kane habe ich auch nicht gekriegt. Ich hätte einmal für die Grubs gehen sollen, ich wusste es. Ja, und das ist jetzt das Problem. Jetzt müssen wir warten, bis wir 1300 Gold haben. Vorher können wir nichts machen, hier ist Katastrophe. Ach, so close. Was hat die jetzt wirklich gemacht hier? Schön überlebt. Es ergibt leider überhaupt keinen Sinn für mich, da gerade hinzugehen, weil ich nicht Level 6 bin. Jetzt komme ich gern. Aber jetzt ist auch zu spät, ehrlich gesagt. Hier ist halt eh überall gewordet. Bisschen früh. Ja, aber hier ist nicht gewordet. Das ist interessant. Martin. Das ist natürlich lecker. Er ist real. Noch eine Runde. Das ist verrückt. Das ist kein Astral, das war ein Drache, my bad. Wo bleibt Kane, ist die Frage. Okay, meine Ulti läuft immer noch und ich bin wieder full life. Ich liebe Master Yi. Ja, das war natürlich eine minimale Profit-Aktion, könnte man sagen. Ich habe jetzt auch nicht vor, noch weiter zu helfen. Ich gehe straight up back. Oh mein Gott. Ich finde das schön, aber wie Irelias Mental State schon von dem ersten Tod an einfach absehbar war. Es gibt einfach solche und solche. So, kämpfen, Kane, kämpfen.
Was sagst du? Sorry, my bad. She's just allowed to do that? Boy, that's crazy. Mit der TP ist nicht so geil tatsächlich. Boah, ich weiß nicht, ob wir den töten können. Katastrophe. Hä? Er macht kein Doppelfass? Hat nur angefaked? Na, ist ja nix. Ja, Toplane ist komplett lost. Da brauche ich gar nicht mehr hinkommen. Das GP. We lose. Bro, da ist jetzt nichts mehr zu ignorieren. Das ist vorbei. Was soll ich denn da jetzt noch ignorieren? Ich kann ihn nicht mehr töten. Mit dem ersten XD, als das erste XD gefallen ist, als sie im 1v1 einfach stillstehend gestorben ist, Mental State war klar. Er ist für AD Kane gegangen, für Darkin gegangen? Das ist verrückt. Ich gehe da nicht all in. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir haben ihn sehr gut gesaunt. Sieht deine Chance gegen den aus da oben? Sehr schön, oder? Ja. Was die Ult mir noch tötet, ist unlucky. Aber sie wirft trotzdem. Schön 1300 Gold. Ja, es ist meine Schuld, wenn Gangplank jetzt gefeedet ist in der Endgame. Das ist richtig. Ist verrückt, oder? Ich habe mit, wenn ich zu dem Zeitpunkt jetzt einfach nur Blade gehabt hätte, hätte ich Angst gehabt. Wovor ich auch Angst habe, sind 64 CS, bin ich ehrlich. Jetzt haben wir auch die 25% Crit. Es ergibt gar keinen Sinn, dass ihr den jetzt fightet. Also wirklich null. Wollte ich nur erwähnt haben. Nein, Irelia macht... Wie sollte Irelia denn Fehler machen, hä? Dann wäre sie ja schuld. Bist du dumm? Ja, ist ein guter Call, aber... Oh, wait, he's just dead. 5 Gold. Ashley, kommen wir nicht dazu. Ich fahr jetzt in den Midlane-Turm rein hier. Das war eine schlechte Entscheidung, schade. Also bei mir hat er einmal eine Clinic Barrel Combo gelandet, der Gangplank, und seitdem schießt er da einfach nur noch Löcher in die Fässer. Unser Turm. Hihi. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht, aber irgendwie. Wow. Okay. Ich dachte nicht, dass sie damit Erfolg hat, Alter. Holy shit, WP. Belastend. Oh, fast! Ich hätte wahrscheinlich sogar noch einen Auto-Attack machen können. Hatte ich Hell of Blades ab? Ja. Oh mein Gott, ich hätte sogar einen Auto-Attack machen können, wäre gestorben. Das war aber richtig geiles Timing von der Janna, Alter. Ich bin genau in der Sekunde, wo ich aus der Q raus bin, glaube ich, hat sie mich instant weggeultet. Mega clean von ihr. Okay, was hier passiert? Na, dürfen wir nicht weitermachen. Jetzt fehlt uns leider irgendwie eine zweite Lane, die Radma pusht. Im Midlane zu bleiben wird nichts wirklich tun. Ja, das brauchen wir gar nicht versuchen hier. Die werden uns aber weg. Ich mach echt nicht viel Schaden mit diesen Items, aber ich hatte auch noch nicht mal AE. Ja, das hasse ich an Hail of Blades. Hail of Blades macht einen immer so richtig krass abhängig von dem ersten Kill. Und danach ist alles immer ein großer Flip. Du darfst nicht alleine multikillen, deswegen spiele ich sehr, sehr viel lieber eigentlich Lethal Tempo. Okay, das ist einfach ein End, right? Oder sollten wir jetzt hier für einen Baron gehen? Ja, das ist definitiv ein Baron-Call hier. Die kriegen die, weil wir noch nicht reingepusht, das clearen die. Ich habe keinen Lifesteal, ich brauche ich also auf jeden Fall. Ja, also so rum kann ich verstehen, dass Leute das Bild nicht bauen. So rum fühlt sich das so scheiße an. Ein Clear ist auch schlecht dadurch. Da hat sich das mit Lethal Tempo und Phantom Dancer Second viel besser angefühlt. War auch immer noch nicht das Beste, aber besser. War schön mit dir. Okay, oh mein Gott.
Boah, hätte die Bubble getroffen, das wäre so krass gewesen. Nami opfert sich für Tristana, ist aber ein super Wurf. So, und ihr pusht immer noch nur Midlane. Es ist mir ein Rätsel. Immerhin, good job. Oh, you're dead. Never mind, she dead. 675 Gold, Alter. Keine Ulti, das heißt, ich kann ihn wahrscheinlich actually nicht töten. Oh wow, damit hab ich ja gar nicht gerechnet. Junge, die chunken nicht runter, die Minions. Darf ich nicht, ey. Das ist nervig. Ja, Hail of Blades und AD-Items ist das Bild scheiße. Call ich jetzt hier. Kurz Poké Center hier. Ah, unser Baron ist ausgelaufen. Perfekt. Leider keine Ulti, da kann ich dann nicht so richtig rein. Junge, trollen wir hier gerade, ist das verrückt. Hat schon wieder Ulti? Ja, ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht ganz durch. Deswegen wollte ich jetzt noch mal eine zweite Lane aufmachen. Na gut, never mind. Das war nur zur Sicherheit. So, zu meiner Sicherheit war das. Okay, so rum ist das Bild ja so unfassbar scheiße, Alter. Holy. Aber ihr müsst doch immer dran denken, am Ende ist es meine eigene Schuld, dass ich mit diesen Menschen in einer Elo spiele. Das ist meine Verantwortung. Ich bin daran schuld, wirklich. Ansteuern, wo man rauskommt bei der GQ, yes.